Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin am Puma-Stand auf der IWA 2024 und da habe ich was Schönes gefunden, was wirklich Schönes. Richtig schöne Hirschhorngriffe, Lederscheide, ein Weitbesteck. Das heißt, ein großes Messer zum Abfangen, Freischlagen und so weiter und ein kleines Messer für die Leute, die abnicken bzw. zum Arbeiten. Eignet sich auch zum Schnitzen, relativ fein. Beides noch ganz alt gehalten mit Messing vorne und hinten, Hirschhorngriffschalen. Man sieht hier sauber verarbeitet. Ein sehr schönes Ding. Hier ein kleines Jimping drauf. In diesem Fall als Jäger, wenn man den Schweiß an der Hand hat, macht es natürlich auch viel Sinn. Sehr schönes Teil. Das große natürlich auch. Schön schwer. Der Schwerpunkt liegt auch relativ weit vorne. Hier. Das kann schon einiges machen. Hier, Puma Original Weitblatt steht auch extra drauf. Beide in 440C. Passen gut in die Scheide rein. Das kleine sogar in beide Richtungen. Das große kann man hier nochmal mit zwei Befestigungen echt sicher machen. Sehr schöne Scheide. Schöne, gute Befestigung. Sehr schön verarbeitet. Echte deutsche Handarbeit. Hier nochmal mit einem Lederloch und ein Lederband wird mitgeliefert. Das Messer kann man sogar weiter hinten nehmen, wenn man hacken will, mit diesem Druck hier. Alles möglich. Sehr schön groß. Hinten nicht angeschliffen. Könnte man natürlich nachträglich machen, aber es macht relativ wenig Sinn. Dieser ordentliche Guard hier sorgt auch für Sicherheit. Das kleine ist schön dünn hinter der Faser, das große ist ein bisschen dicker gehalten. Damit lassen sich auch schwere Arbeiten machen, wo die Klinge mehr leidet. Hier auch die Spitze, schön stabil, damit kann man auch ordentlich was arbeiten. Ja, wie gesagt, auch zum Abfangen geeignet, nochmal so ein richtiges Original. Natürlich bei Puma immer der Punkt für die Härte. Ist bei jedem Puma-Messer drauf. Hier sieht man nochmal die Nieten, schön vernietet. Hier mit Hohlniete, auch von der anderen Seite. Ein echt schönes Teil. Hier hat man nochmal eine Platte. Sehr schön, liegt sehr schön in der Hand. Die Hand hat auch genug Platz hier bei mir, passt das perfekt. Also viel größer als eine 10er Hand sollte es nicht sein. Beim Kleinen passt es auch perfekt bei mir. Sehr schöne Teile. Was für den Jäger. Das war es auch schon wieder von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und damit tschüss.